Morgen, Herr Giese. Alles klar? Bestens, Herr Becker, bestens. Haben Sie Ihr Motorrad mitgebracht? Ja, das ging leider nicht. Haben Sie doch keinen Hänger, oder was? Doch, den Hänger habe ich, aber Sie kein Wegerecht. Verstehen Sie, deswegen komme ich nicht auf Ihr Grundstück. Das ist das Problem. Moment mal, was für ein Wegerecht? Na ja, das Recht, diese Zufahrt zu Ihrer Garage zu benutzen. Da bin ich doch immer lang gefahren. Ja, aber jetzt nicht mehr. Mit dem Kauf der Villa geht das Wegerecht auf den neuen Besitzer über. Ab sofort fährt da niemand mehr durch. Schönen Tag noch. Sorry, die Dinge machen einen Höllenlärm. Ach nee, was Sie nicht sagen. Aber hören Sie, das geht so nicht. Das ist ja geschäftsschädigend, was Sie hier treiben. Oh, es tut mir sehr leid für Ihren Kunden. Kunden? Wenn Sie so weitermachen mit dem Lärm, dann habe ich bald keine Kunden mehr. Ja, seit ich die einfach nicht mehr nutzen kann, werde ich in Zukunft auf Geländemaschinen umstellen. Da kann ich hinten rumfahren. Leider sind die Dinge allerdings noch ein bisschen lauter. Noch ein bisschen lauter? Hören Sie da, in der Villa sind fast die Scheiben rausgefallen. Naja, was soll ich machen? Ich kann höchstens versuchen, nicht länger als 2 Stunden pro Tag im Grenzbereich zu testen. Mehr kann ich Ihnen nicht versprechen. Hey, wo steckst du? Verzeihen Sie, ich wollte mich erkundigen, ob ich abräumen lassen darf. Ja, klar. Ja, bitte, Sie können gerne kommen. Gut, es ist gleich jemand bei Ihnen. Ach, warten Sie einen Moment. Können Sie mir sagen, wo meine Begleiterin ist? Die junge Dame? Ja. Ist abgereist. Wie bitte? Die junge Dame hat vor ungefähr einer Stunde ausgecheckt. Hat sie eine Nachricht für mich hinterlassen? Bedauere. Kann ich Ihnen vielleicht noch etwas bringen? Nein, nur die Rechnung. Ich reise auch ab. Die Rechnung wurde bereits von der jungen Dame beglichen. Was? Ja, die Quittung habe ich schon fertig gemacht. Sie können sie gerne bei Ihrer Abreise an der Rezeption abholen. Ja, danke. Was machen Sie hier? Sehen Sie doch. Meines Wissens nach haben Sie heute gekündigt. Also, was wollen Sie noch hier? Meine Sachen holen. Das sind also Ihre Sachen? Allerdings, ich nehme mein Zeug jetzt mit und verschwinde. Sicher, als ob es in einem Haus wie diesem keine Werkzeugkiste gibt. Ist aber so. Wissen Sie, wie das für mich aussieht? Sie sind noch sauer auf Ihre Arbeitgeber und lassen das eine oder andere mitgehen. Du hast doch nicht meine Tassen im Schrank. Wenn ich sage, das ist meins, dann ist es meins. Stell sofort den Werkzeugkasten hin. Jetzt bluster dich nicht mal so auf, Mr. Wichtig. Und lass mich vorbei. Du kannst gehen. Die Sachen bleiben hier. Denk nicht mal dran. Noch bevor du richtig schauen kannst, habe ich dir deinen Arm gebrochen. Damit kommst du nicht durch. Das schwöre ich dir. Die Schlüssel? Für die Villa? Aufheben. Aufheben, habe ich gesagt. Na bitte, geht doch. Die Ärmsten. Nico, die bezahlen dich dafür, eine Villa Ordnung zu halten. Das ist dein Job. Ich hatte frei, habe ich dir doch gesagt. Hör auf, mich anzulügen. Du bist einfach nicht zur Arbeit erschienen. Sie dachten, du wärst krank. Ist ja alles bestens. Pass auf. Ich habe mit Frederik Gravenberg gesprochen und die Sache aufgeklärt. Du hast mich also verpfiffen. Überspann den Bogen nicht, Nico. Was soll der ganze Aufstand? Frederik war ganz cool. Er hat meine Kündigung nicht mehr angenommen. Wie, das gekündigt? Keine Angst. Bis ich was Besseres gefunden habe, bleibe ich. Und weißt du was? Frederik versteht wenigstens, dass mich meine Arbeit langsam ankotzt. Nico, ich weiß, dass... Ich habe keinen Bock, ewig der Austrottel für die Gravenbergs zu sein. Ah. Schöner Rücken kann auch entzücken. Schöner Bauch tut's auch. Wenn man ihn hat.
Schicke Hose. Gab's die auch in deiner Größe? Ja, für die Werkstatt reicht. Außerdem spricht die Richtige. Gibt's das auch in schön hier? Stimmt. Meine Tante hat nicht ganz meinen Geschmack. Ich könnte die Jacke ja auch ausziehen. Ist eh ziemlich warm hier drin. Findest du nicht? Ah, nein. Lass mal. Hallo. Ich glaube, ich habe heute Morgen Mist gebaut. Es gibt nichts, was man nicht wieder gut machen kann. Das ist Patrizias Lieblingskuchen. Soll ich ihn einpacken? Ja. Ziemlich wütend auf dich, weißt du was? Und hast du mir jetzt verziehen? Noch nicht ganz. Aber du kannst es ja wieder gut machen.